Alter, was geht ab, Leute, hier? CD war ja heute und ja, war geil. War anstrengend, so wie immer, 3 Stunden. Und diesmal sogar 1 Stunde extra. Mehr Zeit zum IV-Checken, zum Entwickeln, zum Tauschen. Thema Tauschen. Ich habe hier ein jetzt 96er Glücks Metagross. Davor war die IV unbekannt. Hatte Attack 15. Mehr wusste ich nicht. Ein Zuschauer meinte dann in den Kommentaren, hey Hong, das ist ein 96er. Habe ich dann geprüft. Ich kann euch ja nicht einfach so blind vertrauen, aber sehr nett von euch. Und ja, tatsächlich 96, Ange 15, die anderen zwei Werte 14 und 14. Sehr überraschend, ich dachte der 93er wäre mein bester, der hat zwei Werte auf 15, aber der dritte Wert eben ziemlich low. Und dann kann es natürlich auch sein, dass hier nur ein Wert 15 ist, aber die anderen zwei Werte sehr hoch sind. Ja, und der wird jetzt gemaxt. Ich hätte alternativ noch einen 98er, normal, nicht lucky und Attack nur 14. Dachte ich mir, ja, 100er hat natürlich immer Vorrang, aber jetzt ein 98er normal oder ein 96er lucky, dann nehme ich, glaube ich, auf jeden Fall den 96er und wie gesagt, der 96er Attack 15. So, und das ist ja auch schon ziemlich hoch, das ist natürlich nochmal ein extra Bonus, weil der 98er ist nur 1300, irgendwie sowas. Spare ich mir auf jeden Fall eine Menge Staub. Vor allem, weil der ja auch noch lucky ist. Schreibt unten in die Kommentare, wie euer C-Day so lief. Und checkt nochmal mein C-Day wieder ab. War lustig, wie gesagt. Da seht ihr auch, wie ich den hier mir tausche. Und das ist dann auch mein erstes Metagross, das ich maxe. Und mein erstes Lucky-Pokémon, das ich maxe. Normalerweise sind die eigentlich ziemlich schlecht. Ich entwickle die nur durch für den Pokédex, damit es hinten so schön glitzert und dann werden die auch meistens weggeschmissen, weil ich davon schon Besseres habe, schon 100er und meistens sogar auch schon 100er auf Max. Dementsprechend brauche ich das Lucky nicht. Aber Metagross hatte ich noch keinen guten. Dann nehme ich erstens den 96er gerne mit und zweitens natürlich Lucky. So, 2 Fliegen mit einer Klappe. Alter, ich höre es vibrieren. Ich kann mir nur denken, was passiert, und zwar läuft mein Charakter wieder wild in der Gegend herum und dann spawnen da die ganzen Pokémon. Seit einer gewissen Weile mein GPS auf dem Handy, wenn ich innen bin, wenn ich irgendwo drinnen bin, richtig verrückt. Sobald ich draußen bin, ganz normal, aber irgendwie in Gebäuden, da flippt es vollkommen aus. Keine Ahnung wieso. Was halt auch ziemlich nervig ist beim Tauschen dann, dass er dann manchmal nicht in der Nähe ist. So. Fast fertig. Alter, es vibriert und vibriert. Und wir haben unter 100.000 dafür gebraucht. So. Einmal geht, glaube ich, noch. Bam. 3, 5, 9, 4. Oh, vergesst es. Einmal geht immer noch. 3, 6. Oh, schöne glatte Zahl. 3, 6, 20. Und an sich, mit der neuen WP-Änderung verliert er ein wenig. Aber ja, die ist ja noch nicht durchgekommen. Was auch immer der Grund ist, kam ja. Dann gab es einen kleinen Fehler mit dem KP. Und ja, seitdem, Fehlanzeige, hat man nichts mehr davon gehört. Das ist mein Metagross. Wie gesagt, schreibt unten in die Kommentare, wie es bei euch so lief, was euer bestes Metagross. Und checkt das Video nochmal ab. Und natürlich, für jedes Push-Video habe ich auch eine Box am Start. Das seht ihr aber ja jetzt an. Normalerweise mache ich erst die Box und dann das Pushen. Aber ja, dachte ich mir, der dauert nicht lange. Push mal den schnell. Und dann für alle, die es noch interessiert, mache ich jetzt die Box auf. So, da haben wir die Box von Loot Chest. Danke an die. Link wie immer unten in der Beschreibung. Jeden Monat eine Box bezüglich Gaming, Nerd, Geek Stuff. Steht sogar hier. Jeden Monat. Mystery Box. Gamer, Geeks, Nerds. Cool. So. Jetzt mal. Erstmal ein Shirt. So. Digga, was? Loser Club? Haha, passt zu dir? Ja, ja. So. Ist das was zu essen? Käfer Jelly.
passend zu Halloween demnächst. Ah ja, X-Ray-Pässe ging los. Wie in meinem Video vermutet, Sonntag, 20 Uhr circa für Mittwoch, den 31. Oktober, Halloween. Das heißt, die nächsten Einladungen müssten Montag kommen. Zwei Tage vor dem nächsten X-Ray. Nächster X-Ray Mittwoch, dementsprechend die Einladung am Montag. Ja. Werde ich irgendwann mal essen, aber nicht jetzt. So. Kleine private Story. Ich habe irgendwie nie genug Socken. Und das sind Call of Duty Black Ops Socken. Also mir ist das Motiv, um ehrlich zu sein, egal. Ich habe tatsächlich irgendwie nie genug Socken. Ich kaufe mir immer neue und irgendwie verschwinden die nach einer Zeit wieder. Was ist denn das für ein Thema hier? Das hat ja immer ein Thema. Muss ich noch herausfinden. Eine kleine Gears of War Figur. Dann haben wir hier Supernatural. Alter, ich habe früher Supernatural richtig hart gefeiert. Die letzten paar Seasons habe ich jetzt nicht mehr geschaut. Aus Zeitgründen aber damals. Aber... Oh! Salt and Pepper. Salz und Pfeffer. Salz, ihr wisst, gegen Geister, glaube ich, war das. Sehr effektiv, aber hier. Zumindest in Supernatural war das so. Dann haben wir noch eine Doom Soundtrack CD. Ja, okay. Interessiert mich jetzt nicht so. Und das war's auch schon. Vielen Dank an Luchest für diese Box. Vielen Dank für die Socken, Alter. Und die Käfer waren auch noch cool. Und Shoutout an Supernatural. Geile Serie. Aber das war's von mir. Wie gesagt, checkt das C-Day-Video ab. War lustig. Ansonsten sehen wir uns demnächst mal wieder bei einem Livestream. Kam in letzter Zeit wieder weniger. Und ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.